Hallo und herzlich willkommen im Wald. Thema heute: Jagdunfälle. Ganz kritisches Thema, ganz schwierig, wie ich jetzt damit umgehen soll, aber eine wichtige Sache zu Beginn. Ich habe in meinem Video zu den Hochsitzen so getan, als wären Jagdunfälle sehr selten. Das ist die Sichtweise für uns Bushcrafter, also für uns, die wir im Wald rumstreunern und so weiter und so fort, dass wir mal bei einem Jagdunfall beteiligt sind, das ist tatsächlich unglaublich unwahrscheinlich und super selten. Und Tatsache, da gibt es quasi kein Beispiel, wo das mal vorgekommen ist, zumindest kenne ich keins, und selbst wenn ich eins kennen würde, wäre das dann immer noch extrem unwahrscheinlich. Daher habe ich das natürlich ein bisschen blöd dargestellt. Ich hätte sagen sollen, für den Bushcrafter ist es bisher nach aktueller Statistik sehr unwahrscheinlich, dass dem beim im Wald pennen jagdtechnisch irgendwas passiert. Ob man jetzt nun auf Hochsitze Acht gibt oder nicht, das hätte ich sagen sollen, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist super unwahrscheinlich, dass es Jagdunfälle gibt, und das ist natürlich nicht korrekt. Ich werde das in der Videobeschreibung beim entsprechenden Video auch nochmal richtig stellen, dass da keine Verwirrungen aufkommen, beziehungsweise wenn die Leute in die Kommentare gucken, da können sie es jetzt auch schon lesen, dass das nicht ganz korrekt gewesen ist. So viel zur Richtigstellung und warum wir jetzt auf dieses Thema kommen. Dann habt ihr in den Kommentaren auf ein schönes Beispiel, ist natürlich jetzt ganz bedämlich formuliert, auf ein Beispiel hingewiesen, ein besonders tragisches, bei dem ein Liebespärchen im Maisfeld zugange war und ein Jäger diese Bewegung halt eben für Wildschwein gehalten hat und dann darauf geschossen hat. Dazu ist zu sagen, dass die Vorschriften bei der Jagd, die auch im Jagdgesetz fixiert sind, vorsehen, und das lernt garantiert, wirklich garantiert, jeder Jäger lernt das so, wie ich es jetzt sage. Schritt 1, Tier entdecken. Schritt 2, Tier ansprechen, heißt Alter, Geschlecht, Tierart, also nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Und dann, wenn das alles passt, und das dann was ist, was jetzt gerade zum Abschuss freigegeben ist, sozusagen, dann schießen. Sofern auch sichergestellt ist, dass die Kugel danach sofort im Boden versinkt und keinerlei Gefährdung von irgendwas drumherum besteht. Dann schießen. Sonst nicht schießen. Und es ist auch für die allermeisten Jäger eben gerade das ein wesentlicher Bestandteil der Jagdausübung, dieses ganze Drumherum. Dieses gut schießen, das Tier gut erlegen und nicht einfach nur das Tier erlegen. Wirklich die ganz überwiegende Jägerschaft, für die ist das Allerwichtigste, das Drumherum. Gar nicht so sehr, dass man dann letztendlich das Tier tötet, sondern das Naturerlebnis vom Hochsitz aus, den Sonnenaufgang anschauen. All solche Sachen. Tiere auch einfach nur beobachten und überhaupt einfach ein kleiner Teil dessen sein, was da im Wald so passiert, sozusagen. Und das Ganze beobachten und da schön gemütlich vielleicht auch seinen Gedanken nachgehen. Und wenn dann halt eben doch ein Tier kommt und dann die Situation es zulässt, dann wird halt eben dann mal geschossen. Und das ist auch wirklich die Ausnahme, dass tatsächlich mal was erlegt wird. In der Regel sitzt der Jäger ganz oft an, ich habe die genaue Zahl jetzt gerade leider nicht im Kopf, bis er dann letztendlich wirklich mal was schießt. Das ist von Jäger zu Jäger ein bisschen unterschiedlich, und es gibt Jäger, für die ist die Jagd auch mehr eine Nahrungsbeschaffung als ein Naturerlebnis. Da gibt es verschiedene Denkweisen, aber auf jeden Fall ist dieses Ansprechen, was man denn da schießt, so vorgeschrieben, und jeder Jäger lernt das so. Daher, derjenige, der da diese Maisfeldgeschichte abgezogen hat, ist ein absoluter Vollidiot, ein totaler Volltrottel, kann man anders nicht sagen. Ich will ihm keine böse Absicht unterstellen, aber der ist einfach nur unglaublich dämlich, weil man darf ja durchaus dämlich sein. Ja, ich bin ja auch oft dämlich, ganz oft, und mache viel Scheißdreck, wo ich dann hinterher denke, was hast du denn da jetzt wieder angestellt? Aber es gibt einen elementaren Unterschied. Wenn ich das tue, wenn ich zum Beispiel meine Plane in den Wald hänge und das völlig schief geht, dann brauche ich halt noch mal eine halbe Stunde länger, um meine Plane in den Wald zu hängen. Wenn ich irgendwo gegen einen Baum renne, weil ich nicht auf dem Weg in den Himmel gucke oder irgendwie sonst was mache, dann bin ich gegen einen Baum gerannt und sonst ist nichts passiert.
denkt euch beliebig viele andere Beispiele aus. Aber, und das gilt übrigens auch für den Straßenverkehr, wenn ich irgendetwas bediene, was das Potenzial hat für mein Umfeld, für die Umwelt, das mögen andere Menschen sein, andere Tiere, die Natur oder sonst was, extrem tödlich zu sein, und das ist eine Präzisions-Hightech-Waffe, die ein Projektil mit einer unglaublichen Geschwindigkeit durch so ziemlich jedes Hindernis befördert, dann sollte ich mir wirklich bewusst sein, welche Verantwortung ich hier gerade innehabe, wenn ich so ein Gerät bediene. Das gilt natürlich auch für ein Auto, das mit 120 km/h unterwegs ist und eine Tonne wiegt. Das kann natürlich auch gewaltige Schäden anrichten, wenn es irgendwo dumm rein donnert. Und deshalb sollte man eben, wenn man in so einer Situation ist, wo man etwas bedient, das für das Umfeld extrem gefährlich ist, sich maximal konzentrieren und sich einfach darauf bewusst sein, was man hier gerade tut, und alles Erdenkliche tun, um zu vermeiden, dass man ein Vollidiot ist. Und wenn man das nicht tut, dann hat man meiner Meinung nach es verdient, bis in alle Ewigkeit weggesperrt zu werden, weil man ja ganz offensichtlich gerade unter Beweis gestellt hat, dass man für die Allgemeinheit eine Gefahr darstellt, weil man einfach ein völliger Vollidiot ist. Meine Meinung, dieser Typ gehört nicht mit irgendeiner Geldstrafe bestraft, weil es nur ein Unfall gewesen ist, und der gehört auch nicht auf Bewährung gesetzt, weil es nur ein Unfall gewesen ist, der gehört weggesperrt, meiner Meinung nach, und am besten erst wieder rausgelassen, wenn es wirklich sehr glaubwürdig ist, dass er begriffen hat, dass er ein Vollidiot ist und sich irgendwo in eine schön gepolsterte Ecke setzen muss, um auch ja niemandem was zu tun, weil er ganz offensichtlich eben nicht vernünftig lebensfähig ist. Meine Meinung dazu, das ist einfach nur so unverantwortlich, dass so jemand Gleiches denke ich übrigens auch über Alkohol am Steuer und solche Späße. Jetzt habe ich mich aufgeregt. Ich spare euch die Details zum Fall, das könnt ihr selber nachlesen, irgendwie Tote im Maisfeld googeln oder Jäger erschießt Liebespärchen im Maisfeld oder irgend sowas, das findet ihr garantiert. Wahrscheinlich habt ihr das eh schon in der Zeitung gelesen. Ich habe es ja erst durch die Kommentare erfahren. Das ist grauenhaft, sowas. Also wenn ich das lese, deshalb lese ich meistens die Zeitung, in der das unter anderem mal drin stand, die mit den großen Buchstaben, lese ich normalerweise gerade eben nicht, weil mich sowas auch, was habe ich davon, wenn ich sowas lese? Weiß ich nicht, hab da nichts von, gibt mir nichts. Reg mich nur auf, wie ihr gerade mitbekommen habt. Gut, aber zurück zu den Jagdunfällen. Ich möchte zwei Kategorien von Jagdunfällen unterscheiden, und zwar nicht die tödlichen und die nicht tödlichen, sondern die Jagdunfälle innerhalb und außerhalb der Jägerschaft. Weil, jetzt fangen wir mal an mit dem Zeug, was innerhalb der Jägerschaft passiert. Jäger sein ist, ich glaube von der Einstellung her, etwas, das man nur dann tut, wenn einem klar ist, dass das immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Man hantiert da mit Waffen, und zwar Hightech-Waffen, der ganz, 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 ganz tödlichen Art und Weise. Und dass das nun mal ein gewisses Risiko mit sich bringt, wenn irgendjemand einen Fehler macht, sei es man selber oder die Jagdkollegen, dass man dann dabei wahrscheinlich ums Leben kommen kann oder sich halt extrem schwer verletzen. Das ist, denke ich, den meisten Jägern klar, und wenn es ihnen nicht klar ist, dann sind es ähnliche Idioten, nicht ganz so schlimme Idioten, wie dieser Maisfeldvollpfosten da. Jedenfalls, das wissen die. Ich unterstelle denen jetzt einfach mal, dass die das wissen und dass das für sie dann in Ordnung zu sein scheint, trotzdem jagen zu gehen. Und damit ist es ein bewusst eingegangenes Risiko, und dann finde ich es in Ordnung, solange es innerhalb der Jägerschaft bleibt. Also sprich, die Gruppierung riskiert eben für ihr Hobby, bei den meisten Leuten ist es ein Hobby, wenn nicht, riskieren sie es für ihren Beruf, dass das nun mal mit einem gewissen Risiko belastet ist. Das ist in der Waldarbeit auch so, da gibt es eine ähnliche Todesrate wie bei den Jägern, dass da halt eben häufiger mal jemand ums Leben kommt, weil ihm halt irgendwas auf den Kopf fällt vom Baum oder gleich der ganze Baum, weil nicht aufgepasst oder jemand anders nicht aufgepasst.
Das gibt es auch bei Polizisten, dass da mal was schief geht. Das gibt es ganz besonders auch bei Soldaten. Und das bringt halt der Beruf so mit sich. Ein Soldat weiß, dass sein Beruf unter Umständen dazu führen kann, dass er bei der Berufsausübung getötet wird. Und ich finde, das sollte auch ein Jäger wissen. Und ich unterstelle den Jägern einfach mal, dass sie es wissen. Und insofern finde ich es dann in Ordnung, muss ich fast schon sagen, wenn es Jagdunfälle innerhalb der Jägerschaft gibt. Das ist dann denen ihr Bier. Damit müssen die dann leben. Und wenn sie dann weiter die Jagd so ausüben, wie sie das tun, dann gibt es eben diese Jagdunfälle, an denen niemand anders beteiligt ist, als diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Zumindest von der Gruppierung her. Inwiefern ein vernünftiger Jäger, der sich an alle Sicherheitsvorkehrungen hält und nie Scheiße baut, dann drunter leiden muss, dass irgendein anderer Jäger das nicht tut. Das müsste meiner Meinung nach wirklich die Jägerschaft unter sich ausmachen. Dieses Risiko muss man einfach akzeptieren. Das ist so ähnlich, wenn man wie man ins Auto steigt und mit dem Auto durch die Gegend fährt. Dann hast du, egal wie gut du fährst, ja auch immer das Risiko, dass irgendein anderer völlig idiotisch fährt und du dann dabei halt eben ums Leben kommst oder dich schwer verletzt oder sonst was passiert. Habe ich jetzt hoffentlich einigermaßen verständlich dargestellt, wie ich darüber denke. Gut, also das war jedenfalls jetzt die Sache mit den Unfällen innerhalb der Jägerschaft. Ganz anderes Thema, und darüber habe ich mich ja gerade aufgeregt, sind Unfälle außerhalb der Jägerschaft. Da sollte die Jägerschaft doch bitte alles Erdenkliche, irgendwie Mögliche tun, um das zu vermeiden, dass jemand, der mit der ganzen Jagdgeschichte nichts zu tun hat, dabei irgendwie geschädigt wird. Sei das irgendeine Frau, die für eine Ente gehalten wird, weil sie Fahrrad fährt, oder irgendein anderer kurioser, völlig behämmerter Fall. Irgendwas muss man da versuchen zu unternehmen. Leider habe ich keine Ahnung was. Weil man kann einfach nicht einen Idiotentest beim Jagdschein durchführen, wo derjenige, der den Jagdschein macht, zweifelsfrei beweisen kann, dass er kein Vollidiot ist. Oder dass er einfach vielleicht auch nur mal einen schlechten Tag hat, an dem einen Tag nur ein Vollidiot ist und an diesem einen Tag passiert dann mal was. Das kann man im Vorher halt einfach nicht feststellen. Daher, ich habe keinerlei Lösungsansatz, was man dagegen tun sollte, wie auch immer. Rätsel in der Finsternis, wie Gandalf sagen würde. Jedenfalls. Es ist ja nicht so, dass es keine Sicherheitsvorkehrungen gibt. Es gibt jede Menge Sicherheitsvorkehrungen, jeder Jäger kennt die und die allermeisten halten sich ja auch dran. Was noch ein bisschen erschwerend dazu kommt, ist halt, dass so ein Jäger schon ein wenig unter Spannung steht. Der ist halt eben auf der Jagd. Da ist man sehr wohl so ein wenig unter Adrenalin, da ist man unter Anspannung und das erhöht natürlich nochmal das Fehlerrisiko. Aber auch da ist es halt wieder so eine Sache, das bleibt meistens innerhalb der Jägerschaft und kommt nur ganz, ganz selten dazu, dass dann irgendwie was nach außen dringt, in Anführungszeichen. Tatsächlich ist halt eben die Statistik von Jagdunfällen gemessen an der Zahl der abgegebenen Schüsse, wenn man das jetzt zum Beispiel darauf runterbrechen möchte, extrem gering. Das ist wirklich minimal. Es gibt keine korrekte Zahl dazu. Es gibt auch keine geschätzte Zahl dazu. Aber man kann sich sehr sicher sein, dass das super, super gering ist. Der Deutsche Jagdverband gibt genau eine Zahl an, nämlich zwei Zahlen eigentlich, beruft sich dabei auf eine Statistik zu Verletzungen durch Schusswaffen. Und wenn man sämtliche Verletzungen durch Schusswaffen, die Bundesregierung erhebt, auf sämtliche Jäger Deutschlands umrechnet, dann wären 0,03% der Jäger an Verletzungen durch Schusswaffen beteiligt. Und die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich noch viel geringer, laut Deutschem Jagdverband, weil man ja nicht alle Verletzungen durch Schusswaffen auf einen Jäger übertragen kann, der bei der Jagdausübung diesen Mist baut. Wenn man sich jetzt andere Statistiken anguckt, nämlich zum Beispiel als Kontrastprogramm die Statistik von der ganz anderen Organisation, und damit meine ich nicht den Ökologischen Jagdverband, sondern PETA, also diese Anti-Pelz-Vereinigung. Ich weiß nicht, was die sonst noch so tun, außer Anti-Pelz zu sein. Wahrscheinlich sind sie auch noch Anti-Töten und Anti-Fleisch-Essen, vermutlich. Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit PETA nicht aus. Und will denen eigentlich jetzt gar nichts Böses unterstellen. Die meinen es wahrscheinlich gut, gehe ich mal davon aus. Die haben nur von Ökologie nicht viel Ahnung, aber egal. Jedenfalls
Die haben eine wunderbare Aufführung, wo sie sämtliche Jagdunfälle dokumentieren, schön tabellarisch, alles was sie irgendwie mitbekommen, schreiben sie dahin, geben auch eine Quelle dazu an, wo das jeweils steht. Und wenn man sich das mal anguckt und da mal ein bisschen rausrechnet, die Unfälle, die innerhalb der Jägerschaft passieren, weil irgendjemand zu dämlich ist, mit seiner Waffe umzugehen, und die Dinge, die außerhalb der Jägerschaft passieren, dann stellt man fest, dass die Sachen, die außerhalb der Jägerschaft passieren, wirklich immer noch super selten sind. Selbst bei Peter. Also irgendwie so ein Viertel in etwa von den Jagdunfällen ist das, was dann noch außerhalb der Jägerschaft passiert. Und davon ist das Allermeiste, natürlich sollte auch das nicht passieren, aber das Allermeiste ist nicht so schlimm. Also eine einzelne Schrotkugel zum Beispiel abzubekommen, das tut weh und das gibt vielleicht noch eine blutende Schramme, aber solange man die nicht ins Auge bekommt, kann da nicht allzu viel passieren. Außer das ist jetzt aus allernächster Nähe. Und das vieles ist halt wirklich nur eine einzelne verirrte Schrotkugel oder vielleicht auch zwei. Das ist jetzt... Das soll nicht passieren, das darf nicht passieren, aber das ist nicht so dramatisch. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen mit meiner Meinung da konform. Ich will das nicht überdramatisieren. Das Einzige, was man jetzt gegen diese Jagdunfälle eben noch tun könnte, außer die gegebenen Sicherheitsvorkehrungen, die halt eben da sind, minutiös einzuhalten und von allen zu verlangen, das zu tun. Damit schützt man ja wieder nicht die Allgemeinheit von den paar Idioten unter den Jägern. Da könnte man jetzt wirklich eigentlich konsequenterweise sagen, um das Ganze hundertprozentig zu unterbinden, ist die einzige Lösung die Abschaffung der Jagd. Ich glaube, Peter will das auch so. Das ist aber meiner Meinung nach vom Kosten-Nutzen-Faktor her auch wieder Schwachsinn. Weil es sind wirklich selten genug Jagdunfälle, dass der positive Effekt für die Umwelt, und damit meine ich sowohl Menschen wie auch Tiere, wie auch sonstige Natur, komplette belebte Umwelt eben, ist der Nutzen durch Jagd halt einfach so viel höher als der vergleichsweise geringe Schaden durch Jagd, dass der Schaden kein Argument ist, um die Jagd aufzugeben. Jagd ist ökologisch absolut notwendig. Ich gehe mal irgendwann drauf ein, warum. Das mache ich jetzt nicht in diesem Video, weil sonst sitzen wir morgen noch hier. Jetzt wurde ich gebeten, nochmal das Thema Wolf anzusprechen. Ich würde das jetzt ein bisschen allgemeiner fassen. Das Thema Jagd ersetzen durch Raubtiere. Eine Sache vorweg, nach aktuellem Stand der Forschung geht das nicht, weil so eine Raubtierdichte wäre aufgrund unserer Kulturlandschaft gar nicht möglich, dass die Jagd komplett ersetzen könnte. Das ist auch nicht der Fall in den Wolfsgebieten, in denen die für Wolf wirklich prädestiniert sind. Das sind ja schon die besten Habitate, die es für den Wolf überhaupt gibt. Das ist also kein Zufall, dass der da hockt. Und selbst in diesen Gebieten ist eine Bejagung zusätzlich ohne weiteres möglich und mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch notwendig. Allein schon dadurch, dass der Wolf nicht so viel zu fressen findet, dass der sich explosionsartig vermehrt. Das kann ich aber auch mal irgendwann noch mal ausführlicher beleuchten. Aber diese Sache vorweg, es ist nicht so einfach, dass man sagt, okay, Jagd abschaffen, dafür Raubtiere hin, die Natur reguliert sich wieder selber und wir greifen da überhaupt nicht ein. Die Wilddichten wären dann erstmal viel zu hoch, würden viel zu schnell ansteigen, die würden alles razzikal fressen, nicht nur den Wald, sondern eben auch die Landwirtschaft. Die Schäden wären enorm, wenn man wirklich sagen würde, man stellt flächendeckend deutschlandweit die Jagd ein. Das ist einfach keine Option. Aber dazu wollte ich jetzt nicht allzu viel erzählen und lasse es jetzt dabei. Und damit habe ich, glaube ich, das Wesentliche auch gesagt gehabt. Selbstverständlich sind Jagdunfälle dramatisch. Dürfen eigentlich nicht passieren, aber mir fällt wirklich nicht ein, was man dagegen tun soll. Also das ist so ein blödes Problem, das sich einfach nicht lösen lässt. Tja, fällt mir nichts mehr zu ein. Traurig, scheiße, blöd. In diesem Sinne, trotzdem wünsche ich euch einen schönen Abend und Ratlosigkeit. Macht's gut.